Sonnenallhöhle. U1. Jo, das haben wir schon gelernt. Jetzt haben wir Magnetino mit dabei. Takiro mit an Bord. Modi, Zwergi, Takiro. Jo, schauen wir mal kurz auf seine Werte. Attackeneinstellung. Takiro, was hast du denn so? Magnetbombe, Donnerschlag, Ampel, Leuchte, Deckel, Oragon, grundsätzlich nicht verkehrt. Kannst du machen. So. Hier haben wir einen Samen, Mini-Belebersamen, sehr gut. Wir haben auch ein paar Items mit dabei. Jetzt müsste ich bloß mal gucken, auf welcher Ebene. Ah, du hast die Ebene erreicht, auf der sich Illikit aufhält. Die müssen wir retten. Die Mission muss man auch gerade mal angucken. Teaminfo, Taktik wählen. So, aufgenommene Anträge, ja genau, das wär's. U2, U3, U4, ja genau. Dann geht's jetzt los auf U2. Ach, dort unten ist er. Der hellblaue Punkt, glaube ich. Das war er, oder? Das war eine Kit. So schnell geht das. Schon der Gegner besiegt. Takiro tut's aus der Weite. Da ist der Elekid. Kommst du mit? So dicht an der Tür stehst du hier. Das ist uns. Oh Mann. Auftrag abgeschlossen. Orientierung sind komplett verwirrt oder was? Danke. Komm bitte später zur Pelipper-Post. Retterorden. Mysteriöse Kraft. Elekid hat den Dungeon verlassen. Im Dungeon gibt es noch mindestens einen weiteren Auftrag. Möchtest du den Dungeon verlassen? Nein. Ich möchte die anderen Aufträge auch noch erfüllen. So, E3, da gibt es den nächsten Auftrag. Den nächsten Auftrag, hier wird es mal... Oh, Wampel sind direkt schon da. Jo, schalt ihn aus, bevor er uns... Du hast Wampel gefunden. Sehr gut, den nächsten Auftrag schon abgeschlossen. Es geht ja ratzfatz hier. Ritterorden, mysteriöse Kraft. Ja, ich möchte weiterkämpfen. U4. Du hast die Ebene erreicht, auf der sich Taubsi aufhält. Ja, bei der Tür. Ich will doch auch mal jemanden besiegen. Hurra, du hast Taubsi gefunden. Auftrag abgeschlossen. Haben wir alle drei. Bravissimo. Danke, komm bitte später zur Pelipper-Post. Ritterorden, mysteriöse Kraft. Radusch. So, ich auch. Zu dritt. Dungeon wurde verlassen. Zweig hat alle Aufträge im Dungeon Donnerhöhle erfolgreich abgeschlossen. Inhalt der Zauberbox. Der Schatzbox. Regenbogengummi. Okay, naja, jetzt nicht so phänomenal, aber nehmen wir dankend an. Danke für deine Hilfe. Hier bitte deine Belohnung. Zink. Okay, ja, das waren jetzt noch Einsteigermissionen. Da kriegen wir jetzt nicht so großartigen Schatzerfolgsdingens und so weiter. Ja. Team Bilateral hat 50 Rettungspunkte erhalten. Amateurrang. Wir haben den Amateurrang. Das ist. Da fühle ich mich jetzt aber beleidigt. Danke für die Hilfe. Amateure, wir sind doch keine Amateure. Hieß, glaube ich, früher mal Normalrang, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Hier bitte deine Belohnung. Perfekter Apfel. Du hast die Items an Kangama-Lager geschickt. 50 Ritterpunkte. Ja, das dauert noch. Bis zum nächsten Rang. Danke, dass du Taubsi gerettet hast. Hier nimm deine Belohnung. Top Elixier. 50 Ritterpunkte. Ja, langsam. Bewegen wir uns auf die Hälfte zu. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Naja, 3 Missionen haben wir heute geschafft. Also das ist schon ordentlich für den Anfang. Bis morgen dann.
am nächsten Morgen. Jo, na dann, weiter im Abenteuer. Guten Morgen, Zwergi. Geben wir heute wieder alles. Flap, flap, da kommt der Post. Der Postpilipper. Klonk. Wieder nur Zeitung oder haben wir jetzt wieder einen Auftrag? Oh, ein Auftrag. Ich bin zu schwach, um mich zu bewegen. Ein Sundhirn. Attacken einsetzen, Wechselwirkung zwischen Typen. Ah, schön. Gleich mal gelesen. Briefkasten ist jetzt leer. Okay. Stahlberg, da waren wir doch gerade. Ja, nehmen wir doch an. Haben wir das schon angenommen? Ja, haben wir. Zwingi hat alle Aufträge im Dungeon Stahlberg erfolgreich abgeschlossen. Naja, alle Aufträge. Da kommen wahrscheinlich noch einige. Hier bitte deine Belohnung. Goldband. Das kann man teuer verkaufen. Du hast die Items an Kangama-Lager geschickt. Team Bilateral hat 50 Erfahrungspunkte. Teampunkte. Die Hälfte. Sehr schön. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Bis morgen dann. Am nächsten Morgen. Ein neuer Tag. Neuer Tag, neue Aufträge. So sieht's aus. Morgen lass uns auch heute wieder einen guten Tag haben und unser Bestes geben. Echt jetzt? Das ist die Basis von diesem Team Bilertal? Ja, ist da absolut nichts. Trostlos. Echt trostlos. Findet ihr nicht geradezu deprimierend? Pah, welches Team hat schon so eine Bruchbude als Basis? Wie uncool. Was wollt ihr hier? Oh, sieh mal an, ein Briefkasten. Oh, seht mal, ein Briefkasten. Und das habe ich schon gelesen. Hätte ich in so einem Loch nicht erwartet. Mohahaha, stimmt. Los, sieh mal nach, was drin ist. Hey, sag mal, tickt die noch ganz richtig? Volltreffer. Wenn das mal keine Rettungsaufträge sind. Haha, entzückend. Steckst du allein. Hey, mein Piebitz wohl. Die waren für uns bestimmt. Finger weg. Pah, ist doch egal, wer den Job macht. Hauptsache, es ist doch, dass er gemacht wird. Wir sind dämlich. Ja, das stimmt auch, aber wir sind dämlich. Auch ein Ritterteam, damit ihr es wisst. Allerdings führen wir absolut nichts Gutes im Schilde. Als Ritterteam kann man sich so gut alles leisten. Keiner macht auf. Das ist unser Trick. Mehr Schein als Sein. Aber das bleibt unser Geheimnis. Uns geht es nicht nur um eins. Die Weltherrschaft. Ach, uns geht es nur um eins. Ich kann nicht lesen. Sagte ich das schon? Wie bitte? Die Weltherrschaft? Hab ich mich da gerade verhört? Nein, du hast es schon richtig gehört. Deshalb scheffeln wir ordentlich Taster und vergrößern laufend unsere Bande. Bald gehört die Welt uns. Und wisst ihr, wie man uns nennen wird? Team Übel. Der Name ist Programm. Wir sind das böseste und durchtriebenste Team weit und breit. Bis bald, ihr Doofbacken. Hey, wartet! Weg sind sie. Weg sind sie. Was für eine Ekelpakete. Oh, der Briefkasten ist leer. Sie haben einfach alles mitgehen lassen. Flap, flap. Aha, neue Post. Neue Aufträge für uns. Klonk. Aha. Da hatten wir Glück im Unglück. Pilipper hat uns neue Post gebracht. Nächstens können wir so weitere Pokémon retten. Aber dieser Typ, das nächste Mal lasse ich sie nicht so leicht davon kommen. Okay. Nach der Post schauen.
Seltsame Höhle. Ja, da wollten wir ja sowieso mal hin. Sehr gut. Knull of Orb. Aha. Interessant. Das ist einmal eine Standing-Attacken. Und die seltsame Höhle. Das nehmen wir an. Na denn. Wir können noch einen Auftrag annehmen. Wir haben noch Zeit. Seltsame Höhle, auf geht's. Die können wir heute noch erkunden. Dann haben wir noch was im Parts. Aber nicht so wenig erledigt. Haben wir noch ein bisschen mehr als das Team Übel, um diesen Part voll zu kriegen. Ihr versteht's. Gegner in diesem Dungeon scheinen sehr stark zu sein. Also bereite dich gut vor. Wenn du dir noch unsicher bist, dann trainiere zuerst etwas in anderen Dungeons oder in Makuhita Jojo. Ach, wird schon klappen. Werden wir auch schon hinkriegen. Das Team ist schwach, aber ja gut. Dann aufbrechen. Ab geht's. Auf geht's. In die seltsame Höhle. Seltsame Höhle U1. Ach, jetzt geht's wieder in den Untergrund. Sehr gut. Geld. Modi, wo gehst du hin? Du sammelst Geld ein. Jo. Weiter geht's. U2. Du hast die Ebene erreicht, auf der sich Minun aufhält. Okay. Dann war's das schon, oder was? Na, ich bin gespannt. Das sollen schwere... Okay. Das sollen schwere Gegner sein. Oh nein. Jetzt bin ich verwirrt. Oh, okay. Das ist Mist. Ein Pokémon im Zustand Gift nimmt ab und zu großen Schaden. Beim Einsatz bestimmter Items, wie zum Beispiel eine Pfirsichbeere, die wir gerade weggepackt haben. Genial. Und beim Erreichen eines der nächsten Ebenen wird der Zustand aufgehoben. Ein Gift- oder Stahl-Pokémon sind immun dagegen. Ja, gut. Alter, Kiro tut das nicht weh. Okay. Wir haben jetzt was gemacht. Modi ist aber immer noch verletzt. Kriegen wir ein Item. Modi, bitte überleben. Wir müssen rüber zum... Ach, verdammt. Da pennt der Zweck einfach ein. Modi. Das ist ein heftiger Schaden, den er nimmt, aber gut. Na komm. Lässt das aus, Modi. Da drüben ist unser Auftrag. Einmal hier durch. Na komm. Verbrutzeln. Setze immer die eine Attacke ein, aber ja gut. Snippiere? Nee. Das bringt's nicht. So. Na komm. Sehr gut. Neues Level. Für den Takiro. Na endlich. Level 8. Ein höherer Level. Da haben wir noch Minun. Kommst du mit? Sehr gut. Auftrag abgeschlossen. Hervorragend. Komm später bitte zur Pilipopast. Rette Odin mysteriöse Kraft. Paduz. Ja. Jetzt habe ich Nein geklickt, so ein Mist. Das müssen wir zum Ausgang finden. Verlassen. Ich will nicht weiter forschen. Dungeon wirklich verlassen. Ja. Dann stirbt uns der Modi nicht weg. Haben wir die seltsame Höhle jetzt auch mal gesehen. Prisoner. Danke, dass du Minun gerettet hast. Hier bitte deine Belohnung. Top Elixier, Helfer Orb. Und 50 Punkte. Sehr gut. Ich denke, das reicht für heute. Lass uns jetzt Feierabend machen. Bis morgen dann. Am nächsten Morgen. Jo. Heute vielleicht mal kein Teamübel. Morgen, Zweggy, lass uns auch heute wieder unser Bestes geben. Zweggy, Mordev. Huch, wer ist das?
Raupi, ein alter Freund. Oh, wenn das mal nicht Raupi ist. Wir haben uns sehr lange nicht gesehen. Bitte, bitte helft meinem Freund. Was ist denn passiert? Also mein Freund Sefcon und ich haben im Wald zusammen Verstecken gespielt. Und da muss er sich irgendwie verlaufen haben. Der Arme irrt sich jetzt bestimmt immer noch ganz alleine weiter umher. Na na, das klingt ja gar nicht gut. Muhahaha. Oh nein, die schon wieder. Menno, nicht ihr schon wieder. Nur keine Angst, wir sind hier, um deinen Kumpel Sefcon zu retten. Hey, Raupi hat uns um Hilfe gebeten. Sprache, deutsche Sprache. Glaubt die Amateure wirklich, ihr hättet auch nur den geringsten Chance? Wie bitte? Wer hier jemand rettet, spielt keine Rolle. Es kommt nur darauf an, dass der Ritter am Ende als Held dasteht. Hör mal, Raupi, was hältst du hiervon? Wärst du, wenn du einfach dem Team die Belohnung gibst, dass dein Freund zuerst zu dir zurückbringt? Aber ich hab doch gar kein Geld. Ach, mach dir darüber keine Sorgen, mein Freund. Deine Mama wird uns später bestimmt eine angemessene Belohnung zahlen. Ach, und du kannst sogar unserem Team beitreten. So einem Angebot kannst du doch unmöglich widerstehen. Wenn du bei uns mitmachst, mache ich dich bei Team Übel zu einer echt großen Nummer. Also abgemacht, Mordef. Wer Robbys Kumpel zuerst rettet, gewinnt. Los, Leute, suchen wir den Bengel. Mach dir keine Sorgen. Wir retten deinen Freund. Zwergi, eilen wir uns schnell. Das Team nehmen wir. Da wären wir. Sefcon hat sich in diesem Wald verlaufen. Gengars Bande hat bestimmt einen Vorsprung. Beeilen wir uns lieber. Finsterfrost E1. Das wird nicht so klein sein. Dieses Dungeon. Das wird schon ein paar mehr Ebenen haben. Das können wir nicht so schnell besiegen, aber gut. Wir versuchen es. Ein Mogelbaum. Sehr gut. Ist das meine Feuerattacken alle oder was? Oh, was? Sehr gut. Der Kyo kämpft ordentlich mit. So. Okay, hier haben wir eine Treppe. O2. Los geht's. Auf der Ebene befindet sich ein kampfunfähiges Pokémon. Stell dich neben es und gib ihm einen Apfel. Okay. Wenn wir zufällig dran vorbeikommen. Apfel haben wir noch genug mit dabei. Das kampfunfähige Pokémon, der normalerweise mit Sinnelbeeren wäre gerettet. Aber gut. Können wir zur Hilfe eilen. Sonnflora. Alles klar. Na komm. Das Pokémon wird gerettet. Und schließlich ein Retterteam. Das kriegen wir doch hin. Na komm, die Pokémon sind nicht mehr ohne. Starr vor Hunger, okay. Einen Apfel geben. Waff, waff, waff. Hurra, Pfiffchen hat sich wieder erholt. Pfiffchen ist von der Freundlichkeit vom Team bilateral gerührt. Pfiffchen will anscheinend mitkommen. Möchtest du gemeinsam mit Pfiffchen das Abenteuer fortsetzen? Level 13, nicht schlecht. Ja, warum nicht, nehmen wir mit. Vielen begleitet nun dein Team bilateral auf dem Abenteuer. Ein Gruppenschutz. Sehr gut. Ist das jetzt unserem Team beigetreten? Also, ich weiß ja nicht. Schaut erstmal nicht so aus. I3 erst. Na, I3 ist erst in ein paar Monaten. Aber Ebene 3.
Auf dieser Ebene befindet sich ein kampfunfähiges Pokémon. Stell dich neben ihm und gib ihm einen Apfel. Jo, da unten ist er. Da müssen wir wohl in die Richtung. Zu viel hat jetzt schon. Ach Mensch, können wir jetzt nicht die Treppe hoch? Müssen wir erstmal das kampfunfähige Pokémon retten. Das hoffentlich nicht viel zu weit weg. Ich bin fast mal einen Spucke verschluckt. Sorry. Na komm, Mirabler. Oh, im Kampf haben sich Mirabler und Team Bilateral angefreundet. Mirabler, naja, du, ist jetzt der Erste, der sich mit uns anfreundet, aber lieber nicht. Levelaufstieg, sehr gut. Mein Level ist aufgestiegen. Rauchwolke, nee, vergiss es. Jo. Also Fünflein ist scheinbar noch nicht in unserem Team. Und stände der da oben in der Teamliste. So, hier ist der Kompagnon. Noch ein Pfiffchen. Einen Apfel geben. Sehr gut, Mampf, Mampf. Pfiffchen hat sich wieder erholt. Ja. So, Pfiffchen. Halbierung. Jetzt haben wir zwei Pfiffchen mit dabei. Sehr gut. Wachhunde für unser Team. Das eine kann halbieren, das andere kann heilen. Wie es ausschaut. E5. Auf der Ebene befindet sich ein kampfunfähiges Pokémon. Diesmal kein Pfiffchen. Müssen wir ja nicht jeden mitnehmen. Und wir haben schon zwei Fachhunde. Ohne zu helfen. Jo, wir gehen weiter. E6. Das ist gleich die nächste Tür. Wir gehen weiter. Wir müssen jetzt nicht jeden retten. Diesmal können wir es sogar. Hol das Geld ab. Das haben wir nötig. E7. Das kennt ich auch aus der Weite. Okay, ich blick gar nicht mehr durch, wer jetzt wo zum Team gehört. Und wer Gegner ist. Ja, so viele Mitstreiter schon. Die Pfiffchens laufen ja mit. So, hier noch kein Ende in Sicht. Nö, hier sind wir falsch. Und Knilz. Na komm, du Knilz, dich krieg ich besiegt. Klingt wie eine Beleidigung. Knilz. Auwei, Sonnenflora. Und paralysiert oder was? Oh Mann. Und gut so. Levelaufstieg. Für Modi. Level 10. Takio rennt nach wie vor hinterher. Das ist halt so mit nicht Team Pokémon. Er ist schon Team Pokémon, aber später angehört. Na komm. Du versperrst uns nicht den Weg. Den Weg zum Ziel. Oh, Sichlor. Habe ich ganz übersehen. Weil er so grün war und im Hintergrund verschwand. Fehlt. Geht's doch nicht. Sehr gut. Schatztruhe. Die können wir erst nach dem Dungeon sehen. E8. Wie viel Ebene hat das dann hier? E9. Müssen wir doch bald da sein. So lange kann das doch nicht mehr dauern. Sich nur. Hältst du durch mein Team? Zieht's durch mein Team? Oh Mann, ich bin immer schon am Weitergehen. So, mein Team ist noch gesund. Ich aber nicht mehr lange. Auwei. Belebersamen. Na komm. Sehr gut. Das ist schon ein starker Gegner. Auwei. Fünfchen hat eine KP-Knappheit bemerkt. Zweggy, na komm.
Oh wei, ein starker Gegner. Viel zu starker Gegner. Na komm Leute, helft mir. Sehr gut. Puh, habe ich selbst hingekriegt. Das war aber eine knappe Sache. Das war nicht nur knapp, das war schon zu Ende. Oh Mann. Leute, kommt. Die Radachs sind harte Gegner. Kapelst du nicht so viel, aber... So, oha, ein Haufen Ladybars. Finsterforst E10. Wie groß ist dieses Dungeon? Großer Apfel. Oh Mensch. Na komm. Ich wollte den Dungeon ja eigentlich nur mal so machen. Gerade noch zum Ende hin. Dachte, ich schaffe das mal schnell, aber ja, habe ich nicht geschnitten. Großer Apfel. Das habe ich gesehen, dass der groß ist. Du lässt uns nicht am Weitergehen auf. So, weitergehen. Finsterforst E11. Oh Mann. Na komm. Schon wieder. Zum Glück habe ich noch einen Mini-Belebersamen. Sehr gut. Ist genauso effektiv wie ein großer Belebersamen. Bringt dasselbe. Na komm. Sehr gut. Levelaufstieg. Level 9 für Takiro. Großartig. Na komm, alle wieder heilen durchs Rennen. Ach Mensch. Jetzt bin ich dann gegen das Kabel gerannt. Ach ja, die Fifians haben es getan. Ah. Da verspiele ich mich schon. Level 11. So, Ausgang. Wo ist der Ausgang? Schlaf. Oh Mann. Das Bummels. Ein Faultier. Hat mich zum Schlafen gebracht. Aber das ist schon besiegt. Jo. Und weiter. Na komm, hier ist die Treppe. E12. Ah Mann. Wie groß ist das denn hier? Das ist ja riesig hier. Dann würde es mich nicht wundern, wenn die früher als wir da sind. Noch schläft das Ding. Na komm, Bummel ist besiegen. Ich bin der Einzige, der noch wach ist. Zugabe. Okay. Von mir aus. Ich mache noch eine Zugabe. Wer siegt? Was mit dem Ausrufezeichen? Molly pennt wieder. Ach Mensch. Verdammt. Ziemlich voll hier. Viele Gegner in einem Raum. Diesmal dürfen wir nicht sterben. Puh. KP-Knappheit. Sinn der Lehre. Sehr gut. So muss das. Zum Glück warnt uns das Spiel erstmal vorher. Aber so viele Sinn der Lehre haben wir nicht mehr mit dabei. Müssen wir aufpassen. Schon dreimal besiegt hier fast. Oh wei, guck wei. Nicht oh wei, guck wei. Genau so. Das ist doch ein Pflanzen-Pokémon. Das müsste doch hier. Es geht doch nicht mit rechten Sachen zu. Na komm. So, die kann man noch Sinn entbehren. Müsste aber einer der letzten gewesen sein. Meine Fresse. Was passiert denn hier? Ich bin verwirrt. Wie viel habe ich denn mit dabei? Modi, tu doch was, Takiro. Ihr seid doch so gut. Meine Fresse. Na komm, geh doch. Warum nicht gleich? Wir müssen Geld für die Strapazen. Sehr gut, endlich angekommen. Wir sind ganz schön tief in den Wald vorgedrungen. Ich frage mich, ob wir Safcon weiter vorne finden. Stopp! Jetzt dringen die sich vor.
Dreimal dürft ihr raten, wer Safcon zuerst findet. Wie natürlich. Ich bin untröstlich. Aber für euch ist die Endstation. Wie was? Hey, Gengar! Wieso suchst du immer Streit mit uns? Hä? Hast du etwa schon vergessen? Wir wollen doch die Weltherrschaft. Rapis, Mama wird uns reich belohnen. Und Robby wird dem Team beitreten. Das bringt uns zu unserem Ziel näher. Mohaha, und ihr seid uns dabei im Weg. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Aber hier endet euer Abenteuer. Auf Nimmerwiedersehen. Oh. Kampf gegen Team Übel. Ja, das ist übel, weil wir keine Attacken mehr dabei haben. Na gut. Feuerattacke. Ich hoffe, wir haben noch genug AP. Das bringt jetzt wahrscheinlich nicht mehr so viel. Dann wird die Schiffchen erbarmungslos besiegen. Oh Mann, mal schauen, wie wir es durchhalten. Na komm. Ich glaube, wir haben nicht mehr so viele Sinnebären mit dabei. Muss jetzt verkacken. Jetzt kennt der auch noch mit einem Kampf. Ah je. Na kommt Leute, während ich schlafe, besiegt ihr mal schon hier ein paar Teammitglieder. Pfiffchen wiederbelebt. Nein, kein Item. Für Pfiffchen setze ich das nicht ein. So wertvoll sind die auch nicht. Das muss man gerade opfern. Dann haben wir zwei hiervon. Na komm, Takiro, ich kümmere mich um Rattan. Und ihr beiden um das und die beiden anderen. Oh Mann. Molly, der ist stark. Verletzt. Oh, den einen haben wir schon besiegt. Na, das sieht doch gut aus. Das könnte knapp werden, aber sieht gut aus. Oh, da war es noch einer. Na komm. Runde hat KP-Knappheit bemerkt. Na komm. Jo, und weiter geht's. Da haben wir wohl noch eine Sinnebeere im Team. Na komm. Vielleicht bist du auch besiegt. Besiegt. Aua. Das werdet ihr bitter bereuen. Darauf könnt ihr euch verlassen. Da hauen sie ab, die Feiglinge. Schlechte Verlierer. Endlich sind wir die Nerven sehen los. Jetzt müssen wir nur noch Safcon finden. Entschuldigung. Sucht ihr vielleicht nach mir? Du musst Safcon sein. Komm, wir bringen dich nach Hause. Raubi ist schon ganz krank, Vorsorge. Hurra! Ich hatte Angst. Also habe ich mich hier versteckt, meinen Panzer gehärtet und gewartet. Danke. Zwei hat alle Aufträge im Finsterforst erfolgreich abgeschlossen. Ein Regenbogengummi. Pfiffchen. Deinem Team beitreten. Jo, warum nicht? Gruppenschutz kann das. Hervorragend. Ein Spitznamen. Na. Ist es denn männlich oder weiblich? Oder spielt das hier überhaupt eine Rolle? Na dann, du bist ein Pfiffchen. Ein neues Teammitglied. Safcon, mir fällt ein Sternenstein vom Herzen. Ich freue mich so, dich zu sehen. Ich mich auch, Robby. Mordev, Zwergi, ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll. Leider habe ich kein Geld, um euch zu bezahlen. Oh, das ist schon in Ordnung. Wir wollen doch gar keine Belohnung. Hauptsache ist doch, dass Safcon gesund und munter zurückgekehrt ist. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ihr seid Schneef. Ihr seid noch viel cooler, als ich dachte. Wenn ich groß bin, will ich auch mal ein Retterteam beitreten. Was für eine Begeisterung. Du wirst schließlich mal ein guter Retter. Mir kommt eine Idee. Zeigi, was hältst du von diesem Ort hier?
Warum errichten wir nicht gleich hier eine eindrucksvolle Basis für unser Team? Wow, wie cool, eine Basis. Wenn ich groß bin, will ich auch hier arbeiten. Ich auch. Abgemacht. Lass uns hier eine richtige Basis für unser Retterteam bauen. Aha. Also mein Haus oder was? Zwecki Mordev, nochmal vielen Dank. Keine Ursache, mach's gut. Und passt auf euch auf. Ja. Tja, verdient haben wir zwar nichts, aber was will man da machen? Dafür haben wir Gengar gezeigt, dass er mit uns nicht umspringen kann, wie er will. Aber jetzt bin ich echt müde. Lass uns morgen wieder Gutes tun. Schlaf gut. Gute Nacht.